Hallöchen, wie ihr vielleicht auf unserem Instagram-Account mittlerweile mitbekommen habt, gibt es die Modulartragwerke jetzt nochmal eine deutliche Spur kleiner. Die Bauteile, die ihr liegen seht, haben wir im 3D-Drucker hergestellt und ich werde euch heute Schritt für Schritt zeigen, wie ihr anhand der Aufbauanleitung für die großen Tragwerke auch das Modell zusammenbauen könnt. Ich würde sagen, wir starten gleich durch und ich zeige euch, wie es geht. Schritt 1 ist das Aufbauen der Schwellen. In der Realität müsstet ihr natürlich die Bodenplatte ausrichten. Das erübrigt sich hier im Kleinen natürlich, glücklicherweise. Wir können also gleich loslegen, damit die Schwellen zu verlegen. So, die Schwellen sind verlegt. Im nächsten Schritt kommen natürlich die Stützen. Diese werden nacheinander einfach in die Aufnahmen der Schwellen gesteckt, genauso wie es im Großen auch wäre. Lediglich das Reinhauen der Stabdübel entfällt hierbei. So langsam kann man auch erahnen, wie groß das Tragwerk letztlich wird. Es handelt sich hierbei um unser Satteldachtypus, den Typ A, allerdings in der Plusgröße, also mit 6x6 Metern Grundraster. So, und die letzte Stütze steht. Als nächstes geht es weiter mit den Zangen. Es empfiehlt sich hierbei immer, die Zangen vorher einmal an die richtige Stelle zu legen, bevor ich sie in die Stützen einführe. So, dann wären wir auch schon fast fertig mit den Zangen. Der Schritt braucht natürlich eine gewisse Zeit. Man merkt allerdings auch, dass das Modell wie auch das Tragwerk im Echten erheblich an Stabilität gewinnt, sobald die Zangen drin sind. Und die letzte Zange klappt auch noch einwandfrei. So, weiter geht's nämlich dann jetzt mit den Rehmhölzern. So, die Rähme werden auch drauf. Das ging super fix. Einfach drauf gesteckt, rostet überall ein. Als nächstes geht es weiter mit den Deckenbalken. Diese liegen hier, kommen paarweise auf das Tragwerk. Damit das Ganze jetzt am Ende ein bisschen stabiler wird, folgen die Kipps hier rum. Das ist dieser wilde Haufen hier. Und diese werden ganz einfach zwischen Deckenbalken gesteckt. Jetzt nimmt das Gebäude auch endlich seine finale Form an, denn jetzt folgen die Sparren. Diese werden zuerst paarweise zusammengestellt und anschließend in den Deckenbalken eingeführt. Nachdem die Giebelstützen stehen, folgen jetzt wieder Zangen. Denn auch die Giebelstützen müssen entsprechend ausgestellt werden. So, nach den Zangen folgen die Luftsparren. Diese habe ich mir bereits zusammengefügt zu einem Dreieck, sodass ich diese nur noch fertig einhängen muss in die Giebelstützen. So, und dann wären wir fertig mit dem ganzen Modell.